Hallo, liebe Kinder, und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind immer noch in Krähenfels, aber wir sind jetzt auf dem schnellsten Wege unterwegs Richtung Ochsenfurt, hieß es, glaube ich. In der letzten Folge haben wir dem Baron sein fehlgeborenes Töchterchen begraben und den Fluch damit gebrochen. So, dann auf zu Plötze, würde ich sagen. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Eine Stoffpuppe. Stoffpuppe, was? Suspicious? Also die Mutter ist ja hin, also sprich seine Frau. Die ist ja von irgend so einem Viech. Das müssen wir auch noch kurz rausfinden. Eigentlich würde ich das vorher machen, wenn das für unser Level geeignet ist. Oh, es leckt wieder. Ich liebe es. So, dann schauen wir mal. Ich habe ja mein Inventar in der letzten Folge sehr gereinigt. Da ist ja nur noch. Das haben wir jetzt noch drin. Bonuserfahrung bei Humanoiden. Nehmen wir Bonuserfahrung oder nehmen wir das Verstümmeln? Immer Verstümmeln. So. Die ganzen Runensteine, die Glyphen, nicht Runensteine, Glyphen heißen die, die werde ich mal noch nicht einsetzen. Ich warte noch auf eine richtig geile Waffe. So, und was ich auch noch machen werde, du kleiner Stinker da, der gerade zuschauen wird, Charakter. Wir haben noch ein paar Punkte zum Ausgeben hier. Verfügbare Punkte 5. Da gehe ich erstmal auf Zaubern. Und zwar Täuschen 3. Das auf jeden Fall. So. Damit wir wieder ein paar Typen verarschen können. Und was ich dann auch noch machen werde, ist hier aktiver Schild. Nächste Stufe, also aktuelle Stufe Zeichen, Alternativmodus, es wird ein aktiver Schild erzeugt, dessen Aufrechterhaltung und das Blockieren von Angriffen Kosten außer vom Schild absorbierter Schaden, stellt die Vita des Spielers wieder her. Okay. Zeichen, dann nächste Stufe Zeichen, Alternativmodus. Das Aufrechterhalten eines aktiven Schildes kostet 50% weniger Ausdauer. Die Ausdauerkosten beim Blockieren von Angriffen bleiben unverändert. Vom Schild absorbierter Schaden stellt die Vitalität des Spielers wieder her. Okay, gehen wir da auf 3. 1,5. Okay. Das ist noch gesperrt, das geht nicht. So, was ich jetzt noch gerne machen würde, jetzt haben wir noch zwei Punkte. Yard, was ist nochmal Feuer? Igni. Nächste Stufe. Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Der Effekt steigt mit der Zeichenintensität bis auf maximal 30%. Okay. Dann, was ist bei Art? Was kann man hier maximal machen? Erhöht die Chance, Verbrennen zu bewirken auf 20%. Ja, okay. Was ist denn die maximale Stufe vom Schild? 5% des absorbierten Schadens werden auf den Angreifer zurückgeworfen. Das ist auch geil. Was ist mit Jürten? Jürten erhöht die Zeichenwirkdauer um 5 Sekunden. Anzahl der Ladungen im Alternativmodus 2. Okay, das ist auch nicht schlecht. Und hier Zeichen-Alternativmodus verlangsamt alle Gegner im Umkreis von 10 Metern und fügt ihnen Schaden zu. Zerstört Geschosse im Wirkbereich. Das ist auch nicht schlecht. Ich spare mir mal die 2 Punkte jetzt auf. Oder ich gehe, wenn dann, noch auf Schwertkampf. Hier. Schneller Angriff. Pfeilabwehr. Was kann man denn hier machen auf der maximalen Stufe? Schnelle Angriffe haben jetzt auch einen Bluteffekt. Durch den Gegner 25 Vitalitäts- oder Essenzpunkte pro Sekunde verlieren. Wirkt auf 5 Sekunden. Ist er dasselbe? Verringert die gegnerische Schadensresistenz um 5%. Also ich würde ehrlich gesagt auf den schweren Schlag nochmal setzen. Was ich auch noch machen kann, ist hier das hier nicht entfernen. Ich will es verbessern. Kann ich das noch irgendwie verbessern? Ich kann übrigens noch mehr reinhauen. Das heißt, ich schau mal hier auf Mutagene. 50% mehr Vita, Zeichen, 5% mehr Zeichenintensität. Wie kann ich denn die Mutagene hier zusammenwurschteln? Weil ich habe ja hier jetzt nur 7% Zeichenintensität. Wenn ich jetzt da auf Aktivieren klick. Nee. Die kann man doch irgendwie zusammen machen, die Muttergene. 5%, 5. Was ist das? Angriffskraft. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Gehen wir zurück.
So, was ich jetzt hier mal aktiviere, ich kann die mal rausmachen. So, oben links kommen jetzt nur Schilde rein. So, Schild 1, Schild 2 und Täuschen oder Igni? Geh mal auf Täuschen. Wobei, das brauche ich ja kaum. Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während er Axi wirkt. Erhöht die Intensität von Axi in Dialogen. Ja, das brauchen wir für Dialoge. So, Zeichenintensität 28%. Kann ich das hier entfernen? Ja. Habe ich ein besseres? Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich sehe mich gar nicht. Hallo? Charakter? So. So, Mutagene. Kann ich hier nicht irgendwie noch... Man kann die Mutagene, glaube ich, irgendwie noch zusammenführen, dass man so die vielen kleinen zu einem großen machen kann. Also, dass ich ungefähr so 40% pro Mutagen habe. 5% bei Angriffskraft. Okay, dann gehen wir jetzt hier auf Zeichenintensität. Gehen wir auf die 7%. Wo ist es? Erst einmal. Wo ist es hin? Das da, oder? Ja. Was haben denn die hier oben? Na, auch nur 5. Das da? Mehr Vita. Ne, okay, machen wir hier Zeichenintensität. Und weil wir noch geil sind, gehe ich jetzt hier noch auf. Hier, Angriffskraft. Auf das rechte. Und mache dann da den leichten Schlag rein. Vielleicht können wir den schweren Schlag, da haue ich jetzt auch noch einen Punkt rein. Dann können wir den nämlich auch noch dahin machen. Und das hier machen wir dahin. So. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Schaden, hoffe ich. Wenn ich das jetzt raushau, lass mal sehen. Schaden. 340. Der ist jetzt von 340 auf. Es ist wieder verbuggt, geil. Der, wo bin ich? Da. Hier. Angriffskraft. 5%. 340, 240. Nicht da rein. So. 393. Nice. Und ich wollte 7% wieder reinhauen. Wo ist es? Da. So. 28%. Nice. Gut. Haben wir das. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, gehen wir auf die Map. Und machen Folgendes. Wir könnten jetzt... Wo ist eigentlich die Musik hin? Ich komme mir gerade so leise vor. So laut. Wir könnten jetzt noch die zwei Fragezeichen hier machen. Und dann hier zur Teufelsgrube, die haben wir immer noch nicht geklärt. Die könnten... Nee, die kläre ich noch nicht. Wir reiten einfach mal straight zu dem Ausrufezeichen hier hin. Und nehmen noch die zwei Fragezeichen auf dem Weg mit. Okay. Blitze! Steht hier wieder faul irgendwo rum. Da ist er doch. So. Beweg dich! So. Gut. Wollte ich schon länger mal machen. Jetzt kenne ich mich auch aus. So. Ich komme mir gerade ein bisschen komisch vor hier ohne Musik. Wo sind die hin? Audio. Musik ist auf 100. Schneller. So, und ist gerade ein bisschen am lecken, weil wahrscheinlich das Spiel jetzt erst lädt. Oh, Alter. Geil. So. Yo, was läuft, Alter? 20 Frames, das geht jetzt ab. Was geht ab? Ich muss hier raus. Also die Frames sind nicht das Wahre am Anfang. Ah, die Musik ist immer wieder da. Ich dreh mich mal. Okay, jetzt geht's. Wir müssen hier lang. So, da war noch ertrunken, hätte ich gedacht. Jetzt anscheinend nicht mehr. Okay. Gut, dann Vollgas, dem Weg folgen. Und zwischendurch immer speichern. Man weiß ja nie. Die
Frage ist, werde ich jetzt den einen Typen noch mit dem Täuschen überreden, damit ich Erfahrungspunkte bekomme, oder werde ich ihm vom Baron das Schriftstück aushändigen? Nee, das werde ich nicht tun. Das wäre doof. Von mir. Rechts rum, bitte, danke. So, hier mal den Weg. Warte. Map. Links hoch, okay. Wow. Was? Jo, ich schwimme mal vom Pferd. Absteigen ist zu Mainstream. So, hier mal ein Boot links gleich. Das trifft sich gut. So, wie benutze ich das nochmal? Mit A oder mit X? Mit A. Oh, da schwimmen schon ein paar Dudes. Warte mal kurz. Halt! So, Schild an. Wo ist er? Da ist er. Schieß ihn ab. Trunkener, schwimmen bitte gerade. Nice. Sonst wer? Da unten haben wir nämlich ein Versteck. Da kommt noch ein Viech. Wo ist er? Da ist er. So, stirb. Level 4, kannst nix. So, wo ist die Truhe? Da ist die Truhe. Und noch ein bisschen Schilf. So. Abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Ich würde mal sagen, die Leiche hier hat was. Blumen und Schlüssel. Mhm. Was für ein Zufall. So, Mondklinge, Ritterhandschuhe, Nilfgaard, Schatztronwodka und Everlouché. Mm. So, jetzt mal wieder Sauerstoff tanken. Kurz auf die Map schauen. Da war doch noch ein Fragezeichen, hätte ich gedacht. Ja, nördlich. Okay, dann reiten wir jetzt über die Brücke. Das muss ich mir auch noch anschauen. Die Mondklinge. Ist wahrscheinlich für Level 2. Inventar geht auf I. Okay. Stufe 6. Grad verpasst. Unser Schwert macht DPS-mäßig 143 bis 175. Ist aber auch für Stufe 6. Hm. Ritterhandschuhe, Stufe 4. Ja, ich habe meine geile Greifenrüstung an, die ich leider erst ab Level 11 eigentlich anhaben könnte, aber durch einen geilen Bug, weil ich ja schon die Rüstung vor dem Patch hatte, die immer noch tragen kann. Vorher war sie für Level 8, jetzt ist sie auf Level 11 gepatcht worden. Speichern! So. In dem Dorf waren wir, glaube ich, schon. Einmal über die Brücke. Ganz ruhig, Plätze. Ist nur eine Brücke. Dann eben nicht im Galopp, dann eben beim Trab. Boah. Das Pferd. So, und dann nach links zum Dörfchen. Ich glaube, ich steige hier schon lieber mal ab. Du bleibst hier, Plätze, ne? Verschwindest nicht. Person in Not. Oh, scheiße. Genau deswegen. Oh, ne, Level 16. Fuck. Alter. Das kann ja lustig werden. Ja, den haben wir mal ins Nirvana. Autsch. Weg. Wo sind die Bogenschützen? Alter, sind das wieder viele. Gut, dass ich gespeichert habe. Immer schon ausweichen, weil ich weiß nie, wann der Pfeil kommt. Wahrscheinlich kommt er jetzt gleich. Komisch, der ist nur Level 7 hier. Sklaventreiber, okay, das ist nur ein Sklaventreiber, kein Wunder. Fuck. Junge! Wo ist der Bogenschütze? Da hinten ist er. So, haben wir den. Komm schon, komm näher. Was ist sonst noch ein Bogenschütze? Irgendwo? Ja, da hinten. Nee, noch nicht. Doch, da ist er. So, wir haben jetzt den schnellen Schlag ein bisschen verstärkt.
mit Axt macht er auch Rüstungsdurchdringung, 100%, deswegen... gerade noch aktiviert bekommen. So, wieder. Weg. So, Hanna. Oh fuck, kommt der nächste Schild an. So, wie viel haben wir noch? 3, die dicken. Ah, da kommt er wieder angerannt. Kann ich den abwehren? Ja. Die mit dem Schild hasse ich. Hau zu. Ah. Okay. Wer sieht denn mal an, den Brudi? So, ich hau mal einfach mal hier. Trotzdem Schlag durchbekommen. Sehr fies. Okay. Dicker Schlag, dicker Schlag. Ich habe halt die Rüstungsdurchdringung. Ich glaube, die bringt da was gegen die. Jetzt kommt der andere an. Greif an. Komm, tu's. Die kann ich halt nur so abwehren. Komm ran. Fuck. Kommt der nächste mit dem Schild. Ich weiß nicht, ob ich einen Schlag hitten kann oder zwei. Ich muss mal ganz kurz zu dem da. Esse Orta, halt's Maul. Oh, gut ausgewichen. Mitten in ihn rein. Ja, der muss leider leiden, der hier. Oh, da hat er gelitten. Weg. Jetzt kommen sie halt alle gleichzeitig an. Wieso weiche ich eigentlich aus? Jetzt kommt er wieder an. Bringen wir es zu Ende. Der nächste. Die wollen es aber auch wissen hier. Die Brudis. Komm ran. Kann ich landen, okay. Der nächste. Autsch. Ich mach mich mal lieber full life mit einer Schwalbe. Jetzt kommt er wieder an. Komm ran. Nicht gleichzeitig bitte, danke. Ich könnte auch mal Igni probieren, aber Igni bringt es jetzt nicht sehr viel. Ja, die werden alles ab. So, den da hinten hätte ich gern, den ohne Schild. Halt's Maul. Komm rangerannt, bitte. Bitte renn doch mal. Dann stirb doch. Zwar fail. Komm ran. Komm, Schlag. Okay. Okay, den Hammer. So, das kann jetzt aber ein bisschen dauern bei denen hier. Mhm, läuft gut bis jetzt. Der wieder. Shit, das wird abgewehrt. Das ist halt, die kommen halt von zwei Seiten, die Wichser. So, wer will zuerst? Du? Okay. Aber man regeneriert sich jetzt mein Schild schneller. Okay. Die Bank nervt. Der Kampf der Giganten hier. Zeit zu sterben.
Okay. Kann ich hier nicht irgendwie... Ein bisschen damit. Ja, das passiert, wenn man kein Schild anhat. Komm ran. Komm halt. Mach mir gerade selber Damage. Ah, geiler Busch. Das ist ein Baum, den ich nicht sehe. What the fuck? Oh, ich habe gerade kein Schild. Nicht so geil. Ich renn dann mal. So, jetzt. Komm ran. So, jetzt kann ich das hier schön gemütlich machen. Oh ne, jetzt kommt der andere wieder. Dauern halt ewig, ne? Nicht so geil. Jetzt kommt er wieder. Ran. Zeit zu sterben. Okay, beide erwischt. Okay. Ist halt scheiße, wenn wir von zwei Seiten kommen. Vielleicht kann ich die auch eigentlich hinterlocken zu denen. Komm, greif an. Ich glaube, ich habe kein Schild mehr. Er wieder. Das war zu spät. Jetzt habe ich ihn erwischt, statt den anderen. Gut, einen haben wir. Jetzt können wir noch uns auf einen konzentrieren. Boah. Geht mir aber auch auf die Eier. Komm, hau zu. Oh, da hat er mich erwischt. Nicht so gut. Komm ran. Aufs Maul. Aufs Maul. Aufs Maul. Geiler Kampf hier. Abwehren, Y, X, weg. Und abwehren. Ah, zu früh. Abwehren. Y, X, B. X, okay, war ein Versuch wert. So, Schild wieder an und abwehren. Y, okay. Jetzt haben wir die geile Sequenz. Oder auch nicht. Speichern. Brauche ich nicht. So. Gut, was hat denn der? Gegrilltes Hühnerbein. Lecker. Der hier. Krieg hier mal die ganzen Waffen von denen mit. So. Hier liegt noch einer. Kronen. Es gibt ja, glaube ich, zwei oder drei Währungen. Es gibt Floren, Kronen und Ohren. Aber ich weiß jetzt nicht, wo man... Oh, Schlüssel des Sklavenmeisters. Warte. Die muss ich ja noch befreien, die hier. Hallo? So, das mitnehmen. Da liegt noch was irgendwo. Hier. Hähnchenbrüstchen. Lecker. So. Gehärtetes Leder und... Kleiner Knüppel. So, bevor ich die hier freilasse, loot ich. Bevor die wieder hier aggro werden, weil ich alles klau. Gibt's hier überhaupt was zu klauen? Yard. Ah, so geht's natürlich auch. So, ich sehe Loot. Alles mitnehmen. Mitnehmen, Bärenfett. Verwesenes Fleisch brauche ich vielleicht für Alchemie-Zutaten. Da ist noch was.
Nicht die Kerze, das Loot dahinter. So. Servierplatte, kann ich zum Beispiel verticken. Sehr gut. Sonst noch irgendwas? Irgendwas Geiles hier. Pete's Lager. Pete's Meat? Was? Unverschickter Brief. Aufgeschlossen. Danke, Hexer. Wenn du nach Maulbeertal reist, komm in meine Schmiede. Dort wartet zum Dank etwas auf dich. Maulbeertal. Wer bist denn du überhaupt? Danke, Hexer. Wenn du nach Maulbeertal reist, komm in meine Schmiede. Dort wartet zum Dank etwas auf dich. Maulbeertal. War ich da? Lindental? Drachentötergrotte, Rückeranwesen. Mittelhain, Flüchtlingslager, Heidefelde, verlassener Turm, Futterplatz der Harpien, na lecker, Galgenhügel, Maulbeertal sehe ich gerade noch nicht. Wenn, ich werde mich dran erinnern. So, einmal hier abrollen, wieder hoch, so. Achso, der geht jetzt automatisch hin, okay. Gut, jetzt haben wir den befreit, sehr schön. Sehe ich hier noch Loot irgendwo? Oh ne, ich sehe Wölfe vor allem. Nicht so geil. Wasserflasche. Flasche stehen. Okay, Blitze! Blitze! Ich meditiere mal eine Runde. Ein Stündchen. Wenn sich die blöden Wölfe kommen. Okay. Dann genehme ich mir mal eine Schwalbe. Sitz auf und speichern. So, wir wollten ja gen Norden. Hier. Einmal hier markieren. Und Vollgas. Los, lauf! So. Ist das schön. Oh, Gegner? Nein, okay. Kann ja mal vorkommen. So, da oben wartet, glaube ich, der Dude auf uns, der von uns eigentlich dieses Schriftstück haben wollte. Aber stattdessen, Alter, leckt es hier. Ich glaube, ich gehe mal einen Gang runter. Ich lasse ihn erstmal laden. Ist eine neue Aufnahmesession. Muss das alles hier geladen werden. Ich hatte keine. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nein, tue ich auch nicht. Ich lasse es mal hier alles Alter. Aber es sieht doch sehr schön aus hier. Hier will ich auf jeden Fall wohnen. Da, mein neues Haus. Halt! Komm schon, Plätze! Halt! Hier wäre auch ein Anschlagbrett, aber das lese ich mir jetzt nicht durch. Gibt's sowieso keine Quests. Ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Ja. Speichern. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Und jetzt rechts. Oh, das sind wieder Hunde, oder? Ich sehe es nicht. Geht mir zu schnell. Ja, genau. Hier links ist das, Stollen, der Kackstollen. Jetzt sind wieder überall Hunde gespawnt. Finde ich ja sehr nett, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. So. Los, los. Machen wir lieber Trab, bevor er nichts nachlädt. Speichern. So, da hinten ist ein großer Turm. War ich da auch schon drauf? Weiß ich gar nicht. Wir gucken uns hier alles an. Alles. So, wählen Siedlung der Steinschneider. Streitlustig, wie? Lang lebe Raduvid. Naja. Lang lebe Raduvid. Ist nicht der Kaiser? Ich glaube, ich bin zu weit. Hallo? Map? Jo, ich bin ein bisschen falsch. Aber nur ein bisschen. Nur ein Tick. Hallo? Du sollst da hin. Ich will jetzt noch nicht nach Ochsenfurt. So, plötzlich machen wir die Tür auf. Dankeschön. Jetzt muss ich ja wieder. Streitlustig, wie? So, Vollgas. Hier irgendwo rechts abbiegen. Wenn ich wüsste, wo. Die Kampfmusik.
Sie kommt und geht. Hier wohl kaum rechts abbiegen, da geht's nämlich in die... in den Stollen. Da habe ich wieder Kacknecker. Hier rechts, oder? Ja. Da war ich doch gerade. Diese automatische Wegfindung. Hier rechts. So. Ich sehe wieder Hunde, oder? Ja. Warum lass das Ding stecken, Geralt? Ist ekelhaft. Machen wir jetzt noch schnell die Nebenquest hier. Und anschließend, ich glaube, ich muss... Warte. Da lang. Sind da wieder die Banditen auf ihren Pferden unterwegs. Ja. Einfach mal dran vorbei. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Müssen alle schreien. So. Hallo, seid ihr auch froh, mich zu sehen? Ich hab so ein... so eine aufblühende Persönlichkeit. So. Beijan. So, Nado? Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Nein, danke, Angela Merkel, Verschnitt. Okay, jetzt könnte ich auch die 100 zahlen. Warte, vielleicht mache ich auch das hier. Ich glaube, du gibst mir einfach so einen Rabatt. Ja, gute Idee. Der Rabatt ist dein, mein Freund. Jo. Schon besser. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. So. Jetzt haben wir einen Passierschein für Novigrad. Gut, falsche Papiere, Quest abgeschlossen. War ja easy. Lass es bleiben. Was machst du denn dort den Gruß hier? Hör mal auf. Allein. Okay, während der weiter hier seinen Gruß macht, verabschiede ich mich mal. Und bedanke mich fürs... Ich kann nicht speichern. Bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es wieder heißt. Let's Play The Witcher 3. Ich hoffe, du schaltest dann auch in der nächsten Folge wieder ein. Bis dann. Ciao.